Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind heute wieder im Spiel Scum. Und natürlich, wie immer, bei uns auf dem Server 7 Tage Gaming, ein reiner PvE-Server mit unserem Botshop und unserem allzeit beliebten Willkommenspaket und Tagespaket, das man sich alle 24 Stunden holen kann. Und das werde ich nämlich jetzt machen, denn mein Bursche hat Hunger und mein Bursche hat Durst. Und in dieser Woche oder zurzeit ist im Tagespaket bei uns nämlich drin auch eine Milch. Und ich würde sagen, wir schalten mal rüber zu uns in den Discord und dann schauen wir uns an, wie wir das uns holen. Zack, wir sind im Discord und ja, wir gehen dann gleich aufs Willkommenspaket, Tagespaket. Das kostet nämlich nichts, das kriegt man umsonst. Einfach Buy Package und wir gehen wieder ins Spiel. Wir sind wieder im Spiel und es wird prompt geliefert, ohne Wartezeit. Einfach so erscheint es. Na komm, da ist es. Und was kriegen wir? Dietrich, zwei Äpfel, einen Kaffee, zwei Eier, Candy Bob, die Milch, den Reis. Und den Zuckermais. So, die Milch, da trinkt man gleich. Oh, ich trinke erst den Kaffee. Trinkt man jetzt mal aus. Und die Milch tun wir gleich mal und den Rest tun wir gleich mal hier in den Schrank rein. Ach, das schmeißen wir hier so rein. Zack. Zack. Ei können wir noch essen. Und einen Apfel können wir noch essen. Und dann ist gut. So, essen. Den Apfel, den knallen wir uns noch rein. Müsste auch schon wieder passen. Ich muss jetzt direkt mal schauen, ob ich auch noch pinkeln muss. Warte mal. Nee. Und wie sieht's aus? Stoffwechsel. Er ist kräftig. Essen rein. Trinken. Müssen wir mal beobachten. Es steigt langsam. Dürfen wir nicht aus die Augen verlieren. Also, was ist heute Sache? Was ist heute Thema? Letzte Mal haben wir ja unser Dach gemacht und heute werden wir mal upgraden. Und mit was fangen wir denn an? Ich würde sogar sagen, wir fangen mit dem Boden an. Machen wir mal ein paar Aufrüsten. 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 Wir können ja, glaube ich, 10 Stück immer markieren. Dann machen wir das gleich mal. Zack, aufrüsten und hoch. Dieses komische Geräusch da am Stroh laufen, das ist weg, das gefällt mir nämlich gar nicht. Aufrüsten, geht noch was? Ey, oh. Noch was. So, und so, und voll. Boden, was brauchen wir denn alles? Seile, Baumstämme und natürlich Bretter. Seil muss ich jetzt direkt einmal schauen, habe ich nicht viel. Da liegt noch was rum, also machen wir wieder kleine Stöcker und dann machen wir mal ein paar Seile. Dann ist noch einer hier übrig. Wir gehen aufs Handwerk, gehen auf Sternchen, bei Gegenstände. Seil anklicken, zack. Machen wir gleich mal 2 Stück. Sollte eigentlich so weit reichen. Ich hoffe, es ist 10 von 10. Da geht was. So, das kommt rüber und das kommt rüber. Kommt natürlich darauf an, bringe ich hier gleich 2 Baumstämme ein. Da liegt noch was herum. Letzten Mal. Sagt, die bringe ich rein. Dann kriegen wir nämlich jetzt eine schöne kleine Holzbude. Dann haben wir ja eigentlich schon mal unser Ziel geschafft. So, der braucht noch ein Brett. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erst einmal Baumstämme. 2.
Genau, Seil ist auch drin. Müssten hier noch ein paar Bretter rumliegen. Zwei, drei. Eins haben wir ja schon reingemacht. Läuft sich angenehmer, ne? Zwei Bretter, zwei Baumstämme. Das wird ne, glaube ich, wird nicht funktionieren. Gut, die Bäume hier kann ich nicht umsägen. Da braucht es erst einen Server Restart. Dann machen wir den hier mal. Komm, schmeiß an dein Werkzeug. Mag er nicht. Muss ich. Ja, jetzt geht's. Ein Baum fallen. So, der ist weg. Wir brauchen aber noch mehr. Dann nehmen wir den hier auch noch. Das wird uns aber mit Sicherheit nicht reichen. Den hier kann ich nicht, ne? Der ist noch, ja. Der Busch müsste auch noch. Der Baum auch. Machen wir auch noch weg. Da liegen noch Bretter rum. Den Busch machen wir noch weg. Und den können wir nicht wegmachen. Hier steht noch ein Baum. Den noch weg und ich glaube, das müsste reichen. So, steck mal ein, deine Motorsäge. Wir brauchen zwei Baumstämme. So, das war jetzt hier dieser letzte, ne? So, und zwei Bretter. Wir den hier und hier der nächste geht relativ schnell. So, machen wir gleich noch mal. Trinken ist auf 72%, das passt. Nahrung ist auf 100. Ich habe Schmerzen, der braucht Handschuhe. Hier sind schon zwei drin. Okay, bräuchte man vier Bretter. Im Moment, Handschuhe haben wir doch. Ist es denn, ne? Da, komm, zieh die Handschuhe an, wenn du sie brauchst. Zwei. Und dann können wir nämlich den hier fertig machen. Den hier. Brauchen wir wieder alles. Da liegt noch das Zeug rum. So. Ratzfatz haben wir den Boden gemacht. Innen müssen wir dann auf alle Fälle mal ums Haus rumlaufen. Die Wände können wir dann wieder von außen machen. Da sind dann zwei drin. So, dann brauchen wir jetzt Bretter. Ja, nehmen wir die hier.
Was machst du an die Motorsäge? Komm, mein Freund. Rechte Maustaste und nee, F-Taste gedrückt halten und Holzbretter. Einen mache ich noch. Oh, ich glaube, das reicht nicht. Den hier noch. So, steckst du weg, deine Motorsäge. Zwei. Hier. So, dann haben wir hier noch einen. Den können wir auch noch von außen machen. Also wir brauchen wieder Baumstämme. Dann fangen wir mal hier an. Ach, das wird, glaube ich, nicht reichen. Sind drin. Dann holen wir es noch. Ja, ich glaube, wir werden noch ein paar Bäume umlegen müssen. Aber da könnte man ja auch den Server Restart abwarten. Dann können wir wieder die in der Nähe benutzen. Schauen wir mal, wie weit das. Da haben wir zwei drin. Brauchen wir vier Bretter. Zwei. Hier. So, dann hätten wir hier noch drei. Teile reichen noch. Habe ich noch Seile? Oh, das war schon. Was war denn hier? Autofahrerhandschuhe. Die sind nicht anziehen. Fallen lassen. Oh. So, dann auch irgendwann mal reparieren. Also Seile gehen auch zu Ende, aber jetzt holen wir uns erstmal noch die Holzstämme. Nimm. Ah, herrliches Wetter. Da schwitzt da ein bisschen der Bursche. Wir sind wieder bei 65% mit Wasser. So, rein mit dir. Das Holz ist so weit weg, da könnten wir schon fast mit dem Fahrrad fahren. Aber die kriegen wir noch. Da liegen noch drei. Das heißt, können. Müssen wir noch einen Baum umlegen. Hier waren wir schon. Wir kommen da rein. Und dann noch mal zwei. So. Und falls sich jemand fragt, warum macht er nicht gleich die ganzen Bretter in den Rucksack rein und haut sie so rein, mag ich nicht. Ich mache halt eins nach dem anderen. Es passiert nichts. Wir haben Zeit. Oder ich habe Zeit. So, Baumstämme sind jetzt da drin, die ich machen will. Und jetzt hole ich mir die Bretter. Und nicht irgendwie alles auf einmal. Eins, zwei und eins. Zwei. Kriegt er nicht rein, dann nimm sie in die Hand. So, dann müssten wir eigentlich die drei jetzt auch haben.
einmal, zweimal und dreimal. So, und jetzt fehlt da drin, fehlen noch drei Stück. Schauen wir mal, Seile habe ich ja keine mehr. Müssen wir Seile machen. Da liegt doch, da liegen doch noch welche rum. Was bringen wir denn da raus? 1, 2, 3, 4, 5 bleibt noch übrig. Da können wir zwei Stück machen. Sehr gut. Dann haben wir... Oh, den muss ich auch mal schleifen, nachschleifen. Zack. Das machen wir gleich, bevor ich das wieder vergesse. Haben doch einen Schleifstein, den haben wir schon angefangen hier. Markieren und reparieren. Wofür braucht der? Irgendwas mit 20 war es, ne? So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Baumstämme. Da liegen noch zwei. Die lasse ich mal für die Bretter, weil ich muss eh einen Baum umhauen. Da würde ich sagen, nehmen wir uns den Baum hier mal vor. Dann hätten wir den, dann nehmen wir den auch gleich noch. Gut, steck mal weg. So. Ja, die Wege werden jetzt ein bisschen weiter. Könnte die zwei Bäume da vorne auch noch umlegen. Aber warum Stress machen? Es passiert nichts. Wir bauen gemütlich unser Zuhause. Die ersten zwei kommen schon mal rein. Teile tun wir auch gleich mit rein. Und dann fehlen nämlich nur noch vier Baumstämme. Und die werden wir wohl schleppen können von da hinten. Ist ja gar nicht so weit. So, nehmen wir mal den hier. Und den hier. Schade, dass wir den Rucksack nicht mehr reinbringt. Nicht, dass ein schlechtes Wetter kommt. Weil wenn es regnet und blitzt und donnert, dann hat er keine Lust zum Arbeiten, der Bursche. Aber jetzt fehlen noch 2 und 6 Bretter. Da waren wir doch irgendwo, oder? Da sind sie. Dann brauchen wir 6 Bretter, dann haben wir den Boden schon mal. Und wir sind wieder auf 55% beim Trinken. Also 6 Bretter, die haben wir ja. Und es sind noch genügend Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriegt er nicht. Nehmen die Hand. So, Boden ist fertig. Wieder was geschafft. Und jetzt kommen natürlich die Wände dran. Aufrüsten. Mal, wie viel das wir markieren können. Zack. Alles blau. Und die letzte. Könnte man eigentlich so auch lassen. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus.
Oh, drei Baumstämme und sieben Bretter, das wird jetzt eine Materialschlacht. Das wird eine Materialschlacht, ja. Schauen wir mal. Schade, wir müssten drei Baumstämme tragen können. Können wir aber nicht. Den rein. Es geht halt nur. Es geht leider. Leider geht nur um Gewicht der einer, ne? Schade. So, dann würde ich sagen, machen wir da vorne weiter, wo wir schon eine Wand stehen haben, diese Probewand. Fangen wir hier mal an und die rein. So, nehmen wir den noch mit und den stecken wir noch ein, dann wären noch zwei Stück da. Das würde, glaube ich, reichen jetzt fürs nächste Feld. Genau, der hat einen drin. Nehmen wir jetzt noch die restlichen zwei. Wo war es denn? Hier irgendwo, oder? Wo sind sie? So, hier sind wir. Dann brauchen wir sieben Bretter. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Den kann er nicht nehmen. Den nehmen wir in die Hand. Fehlt hier noch einer. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Das haben wir hier. Eins, zwei, drei. Ja. So, sonst liegt da nichts mehr rum. Machen wir mal die vier erst einmal rein. Und fehlen hier noch vier. So, Motorsäge in die Hand, R-Taste gedrückt. F-Taste gedrückt und Holzbretter. Eins, zwei, drei, vier brauchen wir noch. So, dann gucken wir uns das Ganze ja mal von drinnen an. Das sieht doch schon viel gemütlicher aus mit Holzwänden. Gut. So, aber sind mir jetzt die Wege ein bisschen zu weit fürs Video zu machen. Ich würde sagen, ich stoppe hier. Komm, mach die Tür zu. Tür zu. Geht jetzt nicht. Den machen wir noch fertig. Das können wir nicht so lassen. Wir brauchen zwei und zwei Bretter. Muss ich doch nochmal einen Baum umlegen. Die Türe müssen wir auf alle Fälle schließen. Auch wenn nichts drin steht, aus Prinzip. Türen werden geschlossen und bleiben nicht offen. So, nehmen wir die zwei. Brauchen wir jetzt dann nur noch Bretter. Und da muss man echt. Ich
überlege mir schon, wo ich meinen Generatorraum hin mache, weil den möchte ich in der Bude auf alle Fälle nicht haben. Den werden wir irgendwo hinten anhängen. Von dem großen Generator, der Wirkungskreis ist eigentlich ziemlich groß. So, zwei Bretter. Die müssten ja hier noch rumliegen. Eins, zwei. Gut, dann machen wir das hier fertig. Genau, jetzt können wir nämlich auch die Tür wieder schließen. Zack, funktioniert. Und hier brauchen wir auf alle Fälle einen Server-Restart, weil wir brauchen viele, viele Baumstämme. Und deswegen, jetzt schauen wir mal, was wir zum Trinken haben. Der muss unbedingt mal trinken und wir nehmen das nämlich dann gleich mit, die Flasche. Die können wir ja nachfüllen. Hier trinken wir jetzt alles aus. Muss jetzt eine Zeit lang reichen und den Apfel können wir essen. Sind wir bei 88% und ich würde sagen, wir fahren jetzt noch in die Stadt rein und füllen unser Fläschlein auf. Muss man natürlich aufpassen, dass wir nicht gleich den Puppets in die Arme laufen. Und da vorne ist gleich ein... Ah, ich habe dann schon gehört. Vorne ist ein Brunnen. Prüfe. Fahrrad lasse ich mal hier stehen. Wo war ich denn? Da oben ist noch eine blaue Pumpe. Füllen. Und trinken. Trinken wir mal zweimal. So, das ist voll. Trinken haben wir. Das müsste. Ach komm, machen wir dreimal. Das ist so leise, ne? Kann ich hier in den Einstellungen, Optionen, Sound. Warum ist das so leise? X. Wollte ich. Ne, das lassen wir dann so. Also, wir haben getrunken, jetzt muss er doch bestimmt pinkeln. Zurück zur Base, Flasche ist aufgefüllt. Hoffentlich lockt man jetzt keinen an. Und ziehen wir mit zu. Ah, da steht sie. Da sieht man unsere Base. Ob ich da mal mit dem Flugzeug landen kann. Oh, ey. Es wird was Großes. So. Gut ist. Also. Das war's. Das nächste Mal, im nächsten Video werden wir mit den Wänden weitermachen. Aber ich warte jetzt den Restart ab, sonst muss ich einfach zu weit laufen. Wir haben noch kein Auto. Wir können also noch nicht unser Auto vollladen. Es gäbe noch die Schubkarre, möchte ich aber nicht kaufen oder benutzen. Die sind schrecklich buggy und deswegen warten wir einfach bis zum nächsten Restart und dann gibt es dann das nächste Video. Danke fürs Zuschauen. Servus.